Herr Bundespräsident, Herr Präsident des Nationalrates, Frau zweite Präsidentin, Herr Präsident des Bundesrates, Herr Präsident des Deutschen Nationalrates Außerdienst und Bundesminister Außerdienst, meine sehr verehrten Fest- und Ehrengäste, ich darf mich zuerst den Dankesworten anschließen, die Sie alle jetzt auch unterstrichen haben. Ich freue mich, dass wir heute auch Menschen im Saal haben, die mit Schweißgerät, mit Hobel und mit Bohrer und Lötkolben auch noch gut umgehen können. Herzlich willkommen auch hier im Parlament. Wir können heute mit großer Freude dieses Parlament als Hort der Demokratie, als Kern des Diskurses neu eröffnen. Wir übergeben es dabei aber nicht uns der Politik, wir übergeben es dem Souverän, den Wählerinnen und Wählern. Es ist ihr Haus. Und es sind heute Persönlichkeiten aus allen möglichen gesellschaftlichen und beruflichen Bereichen hier in diesem historischen Sitzungssaal anwesend. Und der Natur des heutigen Tages entsprechen natürlich viele Politikerinnen und Politiker. Wir haben viele Gesichter gesehen, die jetzt eine große Rolle spielen, die auch früher eine große Rolle gespielt haben. Die wenigsten von uns, und ich glaube, so werden Sie mir recht geben, hatten als Kind den Wunsch, Politiker zu werden. Ich kenne einen Bundeskanzler, einen ehemaligen, der hat diesen Wunsch sehr früh gehabt. Aber die meisten von uns haben sich doch eher gewünscht, ich weiß nicht, Pilot, Pilotin zu werden, Forscher, Forscherin, Ärztin, Arzt, also etwas in diese Richtung. Aber irgendwann im Laufe unseres Lebens haben wir uns entschieden, diesen Weg für uns einzuschlagen. Und heute ist eine gute Gelegenheit, sich auch zu erinnern, warum wir uns dazu entschlossen haben. Was eigentlich die Motivation war, diesen nicht immer ganz einfachen Weg auch zu gehen. Und ich glaube, dass diese Motivation es war, einen positiven Beitrag leisten zu können. Jeder mit nach bestem Wissen und Gewissen einen positiven Beitrag, der eine gewisse Bedeutung hat, um die Zusammenleben und das Zusammenleben hier in Österreich auch positiv zu gestalten. Natürlich mag es auch andere Gründe geben. Jeder von uns ist ein bisschen eitel. Aber ich glaube, dass diese anderen Gründe nicht überwiegen dürfen, denn sonst schafft man es nicht über Jahre hinweg auch wirklich Freude an diesem Beruf zu haben und auch seine Erfüllung zu finden. Ich bin vor 32 Jahren als junger Mitarbeiter einer Airline, und auch ich kann noch mit dem Schweißgerät und mit dem Lötkolben umgeben, hier vor dem Parlament gestanden, habe gedacht, was muss es für eine unfassbare Ehre sein, in diesem Haus wirken zu dürfen. Und ich bitte Sie, halten Sie das in fester Erinnerung, was das für eine große Ehre ist und wie vielen Menschen Sie verpflichtet sind. Den Menschen, die Sie gewählt haben, den Menschen, die für Sie gelaufen sind, im wahrsten Sinn des Wortes, als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit dieser Weg auch in die Politik möglich geworden ist. Und immer dann, wenn Sie sitzen bleiben oder wenn Sie aufstehen bei einer Abstimmung, sind Sie diesen Menschen, aber auch unserem Land Österreich verpflichtet. In einer Zeit der Ausgrenzung Andersdenkender, in einer Zeit der Algorithmen, die uns in ein virtuelles Zimmer mit Gleichdenkenden sperren, ist eine vortreffliche Diskussion oftmals schwierig. Sie wird oft nicht geschätzt. Der Andersdenkende wird sofort als Gegner, als Feind betrachtet. Und ich darf dabei in Erinnerung rufen, dass es hier in diesem Haus auch um das Zuhören geht, um das aufmerksame Zuhören und um den Versuch, die Welt auch aus den Augen des anderen zu sehen, ohne dessen Meinung annehmen zu müssen. Das Parlament ist schon aufgrund seiner Natur der Ort der unterschiedlichen Meinungen, ein Ort der Diskussion und ein Ort
an dem am Ende eines Entscheidungsprozesses das Gesamtwohl im Vordergrund zu stehen hat. Und das Gesamtwohl, meine Damen und Herren, das ist nicht automatisch. Und darf das sagen, als jemand, der auch die Regierungspolitik kennengelernt hat, auch als Koordinator, ist nicht automatisch die Meinung der Regierungsparteien. Es ist aber auch nicht automatisch die Meinung der Oppositionsparteien. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Das Gesamtwohl in einer Demokratie entspringt der lebhaften Diskussion. Und das möchte ich auch heute unbedingt unterstreichen, auch dem emotionalen Streit. Natürlich ist es heute ein Neustart in diesem renovierten Haus, wo wir uns vornehmen, eng zusammenzuarbeiten, auch das Gegenüber zu achten und mit Respekt zu behandeln. Aber wir brauchen auch diesen emotionalen Streit, denn wir haben alle eine tiefe innere Überzeugung und die führt natürlich auch zu einer emotionalen Diskussion. Und erlauben Sie mir auch, vor Menschen in der Politik zu warnen, die niemals ihre Meinung ändern. Das ist keine Stärke, das ist eine Schwäche. Denn die Welt dreht sich weiter, sie ist vielschichtig. Wir müssen alte Probleme lösen, aber auch die neuen. Und es ist eine Stärke auch zu sagen, ich sehe heute die Welt aus einer Perspektive, die es notwendig macht, auch einmal eine Meinung anzupassen. Das ist ganz unbedingt eine große Stärke einer großen Persönlichkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht irgendwo, wo jetzt auch die Galerie besetzt ist, saß einmal Mark Twain, der in Wien gelebt hat von 1897 bis 1899 und hier aus diesem Haus berichtet hat mit seinen Reportagen aus dem Reichsrat und sich intensiv auch mit den Diskussionen hier befasst hat. Und er hat einmal gemeint, es gebe keinen Breitengrad, der nicht von sich denkt, er wäre Äquator geworden, wäre alles mit rechten Dingen zugegangen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, darf ich Ihnen alles Gute wünschen, viel Energie in diesem renovierten Haus und ich freue mich auf eine sehr gute Zusammenarbeit. Alles Gute. Applaus